Pandemie, c'est une espèce de mini-Apokalypse. Für mich ist die Pandemie eine Art Mini-Apokalypse, in dem Sinne, dass wir alle innerhalb unserer Grenzen auf die Probe gestellt werden. Körperlich, geistig. Mental. Ich bin Strategiecoach und ich begleite und unterstütze Menschen bei den Herausforderungen, denen sie bei ihrer Arbeit begegnen. Diese Pandemie hat auch mich in meiner Tätigkeit herausgefordert, da ich aus meiner Erstarrung herauskommen musste. Ich musste mich selbst coachen, um mich wieder zu mobilisieren und nicht in die Falle zu tappen, die Falle der Isolation. Bevor ich Coach wurde, habe ich in der Modebranche gearbeitet. Hier wurde mir bewusst, dass ich eine schwarze Frau bin. Mit all den kleinen Aggressionen, mit all dem Rassismus, der damit einhergeht. Nach 10 Jahren wurde ich dann gefeuert. Eine Entlassung, die mich wirklich umgehauen hat. Ich bekam eine Depression, die 2 Jahre dauerte. Resilienz ist die Fähigkeit, sich von einem traumatischen Ereignis zu erholen. Es ist die Fähigkeit, sich anzupassen und auch nach dem Ereignis weiterzumachen. Was die Neurowissenschaftler brennend interessiert, ist die Frage, wie es Menschen gelingt, ein erlittenes Trauma zu überwinden. Um zu verstehen, warum einige darüber hinwegkommen und andere in ihrem Leid stecken bleiben. Ich habe mich gefragt, was will ich mit meinem Leben anfangen? Und so ging ich noch einmal durch alles hindurch, was mir widerfahren ist. Ich habe also ein Notizbuch genommen und in dieses Buch habe ich alle Demütigungen geschrieben, die ich erlebt habe. Es ist ein ziemlich dickes Buch. Indem ich alle Erniedrigungen aufgeschrieben habe, habe ich den Menschen, die mich gedemütigt haben, ihren Rassismus, ihre Frauenfeindlichkeit, ihre Ignoranz zurückgegeben. Ich habe beschlossen, das hat nichts mit mir zu tun. Ich denke, sich selbst als Opfer zu bezeichnen, ist ein mutiger Akt. Es ist ein Akt des Kampfes. Und am Ende ist es ein Akt der Resilienz. Es ist der Beginn eines ehrlichen Gesprächs mit sich selbst, in dem wir erkennen, dass wir für das, was uns passiert ist, nicht verantwortlich sind. Es dauert lange, bis man kapiert, dass man nochmal davongekommen ist. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe es einfach nicht verstanden. Ich hatte immer noch Angst zu sterben. Und in diesem Zustand war ich eine sehr, sehr lange Zeit. Am liebsten war ich im Fitnessstudio. Da ging es mir gut. Da konnte ich abschalten. Ich war nicht unglücklich, aber ich konnte nicht auf einem Stuhl sitzen und auf meine Füße schauen, ohne dabei an den Angriff zu denken. So präsent war das. Ich habe diesen Weg eingeschlagen, ohne dass es mir bewusst war. Heute glaube ich, meine größte Stärke ist mein Geist, nicht mein Körper. Ein resilienter Mensch hat die Fähigkeit, sich seinen traumatischen Erinnerungen zu stellen, sie nicht zu verdrängen. Die Herausforderung der Therapie besteht darin, ihm ein Mittel an die Hand zu geben, schmerzhafte Erinnerungen zu bekämpfen und so das Leid zu verringern. Ich würde sagen, es ist eine Tortur. Aber wenn wir diese Tortur überleben, sollten wir per Definition stärker sein. Ich denke, dass es bei der Resilienz nicht darum geht, alles zu ertragen. Für mich ist Resilienz, ein belastbares Selbstwertgefühl zu haben. Das ist Resilienz. Es geht nicht darum, alles immer auszuhalten.
Ich habe ein Auto gekauft. Eins, das ich für Wanderungen und zum Campen nutzen kann. Ich versuche, mich damit abzulenken. Ich repariere, baue den Kofferraum um und so weiter. Jeden Tag bastle ich daran herum, kümmere mich um Details. Wir haben das aus einer Laune herausgekauft, während des zweiten Lockdowns. Das ist also das neue Suchtmittel, um das zu überleben. Diesen Mangel an Freiheit. Es ist unmöglich, nach einem traumatischen Ereignis das Leiden einfach verschwinden zu lassen. Das Leiden wird zu einem Sprungbrett für positivere Dinge, um sich selbst neu zu erfinden. Je schlimmer das ist, was wir erleben, desto mehr müssen wir uns wappnen und uns anstrengen, um den richtigen Weg einzuschlagen. Geht das mit Sport? Geht das durch einen Hindernislauf im Hochgebirge? Oder durch etwas ganz anderes? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall muss man sich um sich selbst kümmern. Man darf die Zeit nicht einfach so verstreichen lassen. Es geht darum, Verantwortung für die Situation zu übernehmen und sich zu sagen, dass es eine Wahl gibt. Ich zum Beispiel will weniger laufen. Ich will weniger Abenteuer erleben. Ich möchte mich ausruhen. Ich möchte zur Ruhe kommen. Ich möchte an keinem sportlichen Wettbewerb teilnehmen. Ich esse ein bisschen schlechter als sonst und so weiter. Davon versuche ich, mich selbst zu überzeugen. Es ist so, dass man Erwartungen begrenzen sollte und akzeptieren, dass nicht alles von uns abhängt. Also auf jeden Fall diesen Kontrollverlust über unser Umfeld zu akzeptieren. Ich denke, die erste Sache ist das Mitgefühl. Es ist sehr wichtig, Mitgefühl für sich selbst und für andere zu haben. Die zweite Sache ist, das Schweigen zu akzeptieren und sich ihm zu stellen. Es geht darum, sich vor diesem Schweigen nicht zu fürchten. Im Gegenteil, es ist notwendig, es zu begrüßen und zu sehen, was dabei herauskommt. Früher habe ich mein Leben manchmal vorbeiziehen lassen. Heute frage ich mich immer wieder, was kann ich tun, um glücklicher zu sein? Es hilft tatsächlich, nach vorne zu schauen, sich auf etwas Positives zu konzentrieren. Das Gedächtnis funktioniert so: Wenn man sich auf eine Sache konzentriert, blendet man den Rest aus. Dieser Rest, das ist Furcht und Angst. Und wenn man sich in neue Aktivitäten stürzt, rückt etwas Positives in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und die negativen Gedanken werden zurückgedrängt. Ich hoffe wirklich, dass diese Pandemie uns gelehrt hat, einander anzuschauen. In der Tat wird sie unser Verhältnis zur Realität drastisch verändern. Ich denke, dass Covid ein Nachspiel haben wird, das sehr stark von Wut geprägt sein wird. Aber ich hoffe, dass diese Pandemie uns auch ermöglicht, über uns selbst nachzudenken. Und auch darüber, was wir kollektiv wollen.